Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema der heutigen Sendung ist Netzhauterkrankung. Und hierzu darf ich ganz herzlich Herrn Professor Dr. Augustin begrüßen. Herr Professor Augustin ist Direktor der Augenklinik des Städtischen Klinikums in Karlsruhe. Er ist ein national und international renommierter Spezialist in der Augenheilkunde. Herr Professor Augustin, was ist eigentlich die Netzhaut des Auges? Wozu braucht man das? Also wir pflegen dem Patienten das immer so zu erklären, dass die Netzhaut ein vorgestülpter Teil des Gehirns ist, besteht also aus Sinneszellen, die lichtempfindlich sind und sie stellt somit die Basis für das Sehen dar. Die Netzhaut besteht aus zwei Arten von Sinneszellen, Stäbchen und Zapfen. Die Stäbchen für die Peripherie, für das Dämmerungssehen, für das Nachtsehen, in den äußeren Bereichen der Netzhaut, in dem Zentrum der Netzhaut, der sogenannten Makula, der Stelle des schärfen Sehens, befinden sich die Zapfen, mit denen wir eben scharf sehen können und auch farbig sehen können. Das heißt, Veränderungen der Netzhaut, wodurch auch immer, führen zur Veränderung des Sehens. Definitiv. Das heißt, man kann bestimmte Dinge nicht mehr erkennen, man kann Farben sehen nicht mehr, man kann hell und dunkel nicht mehr sehen. Ist das richtig? Zum Beispiel, ja, ja. Es gibt Erkrankungen, die isoliert die Stäbchen betreffen. Dann wäre das Dämmerungssehen, das Hell-Dunkel-Sehen mehr betroffen. Und es gibt natürlich Erkrankungen der Makula, der Stelle des schärfsten Sehens. Da ist dann das Farbensehen früh betroffen und später natürlich auch das Scharfsehen. Und die Patienten berichten häufig über Verzerrtsehen und andere Phänomene. Das heißt, wenn man nicht mehr genau sehen kann, dann muss es nicht immer die Linse sein, was ja immer so angesprochen wird, sondern dann kann es die Netzhaut sein. Das bedeutet aber auch, wenn das so ein komplexes Organ ist, dass viele internistische Erkrankungen, vielleicht Diabetes oder Hochdruck, doch eine Rolle spielen könnten bei der Veränderung dieses Sehvermögens. Das ist definitiv der Fall. Also bei Diabetes finden wir ganz häufig nach einer bestimmten Zeitdauer der Erkrankung Netzhautveränderungen von Blutungen über Gefäßneubildungen, alle möglichen Veränderungen, auch Schwellungen der Stelle des schärfsten Sehens. Während wir bei Bluthochdruck nur bei extremsten Varianten tatsächlich auch Sehstörungen haben. Hat es denn Sinn, frühzeitig sich die Netzhaut anzugucken, wenn man ein Diabetiker ist oder wenn man ein Hochdruckpatient ist, um zu sehen, ob da schon Schäden da sind, um vielleicht was zu verhindern, um Schäden zu verhindern? Also beim Bluthochdruckpatienten, wenn er jetzt nicht extreme Ausprägungen des Bluthochdrucks hat, ist es nicht schlecht für den Internisten, weil wir dem Internisten ein bisschen was über den Gefäßstatus sagen können. Und häufig normalisiert der Gefäßstatus, also der Zustand der Gefäße der Netzhaut, sich wieder, wenn der Blutdruck gut eingestellt ist. Da sind wir sozusagen ein bisschen der Informationslieferant für den Internisten. Beim Diabetes würde ich unterscheiden zwischen Typ 1 und Typ 2. Beim Typ 1 Diabetes dauert es ein bisschen, bis sich Netzhautveränderungen bilden, während die Typ-2-Diabetiker häufig diesen Schwelbrand schon länger im Körper haben. Und die sollten relativ zügig zum Augenarzt, weil die häufig schon Netzhauterkrankungen haben, wenn sich der Diabetes auch manifestiert bzw. internistisch entdeckt wird. Das wäre Typ-1-Diabetes, ist der primär insulinpflichtige Diabetes, und Typ-2 der sogenannte Altersdiabetes, also der mit Medikamenten eingestellt wird. Das bedeutet, man kann also schon frühzeitig auch beim Diabetiker was dagegen tun. Ja, natürlich. Wobei beim Hochdruckpatienten wir erst dann ausgeprägte Netzhautveränderungen haben, wenn der Blutdruck sehr stark angestiegen war. Wie ist es denn mit Fettstoffwechselstörungen? Wir haben ja sozusagen als Mitteleuropäer alle so einen genetischen Defekt. Das sind die Fettstoffwechselstörungen, das heißt das erhöhte Cholesterin, was die Gefäße verkalken lässt. Lässt sich das auch an der Netzhaut erkennen? Also wir sehen sicherlich auch an den Netzhautgefäßen Veränderungen, wenn der Patient eine ausgeprägte Arteriosklerose hat, so eine Verkalkung der Gefäße. Das zum einen, aber zum anderen wissen wir auch, dass Fettstoffwechselstörungen oder erhöhte Blutfettwerte überhaupt mit zahlreichen Netzhauterkrankungen wie zum Beispiel der altersbedingten Makuladegeneration in direktem Zusammenhang stehen. Damit kommen wir jetzt ja zu einem ganz spannenden Thema, nämlich der Makuladegeneration. Ich meine, was ist das eigentlich? Also zunächst ist es eine Erkrankung der Makula, wie der Name schon sagt. Wir unterscheiden zwei Formen, eine trockene und eine feuchte Makuladegeneration. Und es ist tatsächlich so, dass fast jeder ältere Mensch irgendwelche Veränderungen in diese Richtung hat. Nur der Ausprägungsgrad ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber wenn wir uns einen 90-Jährigen angucken, dann hat er definitiv Veränderungen im Sinne einer altersbedingten Makuladegeneration. Wie kann man denn das verzögern, wenn das jeder bekommt, dass man sagt, ich möchte das eigentlich erst mit 130 bekommen und nicht mit 70? Also wir kennen eigentlich Risikofaktoren und nur Risikofaktoren. Das sind erhöhte Blutfettwerte, das ist erhöhter Blutdruck. Das ist ein chronischer Lichtschaden, der wahrscheinlich dazu beiträgt. Also
Licht meiden, vor allem blaues, energiereiches und UV-Licht meiden, Sonnenbrille tragen, schon im Kindesalter darauf achten, dass man nicht zu sehr lichtexponiert ist. Das wäre so mein Ratschlag. Also man sieht, dass eine enge Verbindung besteht zwischen internistischen Erkrankungen und den Erkrankungen des Auges, ja, insbesondere dieser häufigen Erkrankung. Das heißt, vielen Dank, Herr Professor Augustin, das war äußerst spannend. Ich denke, wir müssen uns noch weiter über die Makuladegeneration unterhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben gehört, was alles Augenerkrankungen machen kann und welche internistischen Erkrankungen dahinter stecken können und dass man frühzeitig doch, wenn man das beobachtet und untersucht, helfen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.